Des deutschen Liebster-Kombi ist natürlich der VW Passat. Und das hier ist die neue Generation mit dem Kürzel B9. Und ich will heute herausfinden, ob der Passat weiterhin der ultimative Kombi für jedermann ist oder ob er sich mit einigen Luxus-Extras und einem höheren Preis zu sehr in Richtung Oberklasse verabschiedet. Groß ist er geworden. 4,92 Meter misst der Passat B9. Das sind ganze 15 cm mehr als der Vorgänger. Und es gibt ihn auch nur noch als Variant. Keine Limousinenversion mehr, zumindest für Deutschland nicht. Und eine besondere Neuerung versteckt sich hier in der Front. Das ist nämlich der IQLight Matrix Scheinwerfer. 19.200 Mikro-LEDs pro Scheinwerfer leuchten die Straße möglichst präzise aus und blenden den Gegenverkehr bei eingeschaltetem Fernlicht aus. Dazu kommt, wie jede neue Generation soll er natürlich auch effizienter werden. Und das macht er nicht nur über Antriebe, sondern auch über Aerodynamik. 0,25 beträgt der CW-Wert des neuen Passats. Für einen Kombi wirklich ein sehr, sehr guter Wert und auch deutlich besser als die 0,31 des Vorgängers. Gerade im Vergleich zum Vorgänger hat sich im Innenraum natürlich sehr, sehr viel getan. Denn der Passat hat die Pannengeneration des VW-Infotainments, das wir aus dem Golf und aus ID3 und ID4 kennen, nämlich übersprungen, was für ihn ziemlich gut ist, denn jetzt gibt es hier MIB4 auf einem großen 15-Zoll-Monitor. Das läuft deutlich besser als bisherige VW-Touchscreens, vor allem flüssiger, schneller und ich kann es auch leichter bedienen, denn ich habe hier oben eine Schnellwahlleiste, die kann ich mir frei konfigurieren mit Funktionen, die ich für wichtig halte. Dazu hat man diese Touchslider, die zwar immer noch nicht wahnsinnig ergonomisch sind, hat man sie zumindest beleuchtet. Das macht es nachts etwas einfacher. Und was ich ganz fantastisch finde, dass auch der Passat wieder ein Tastenlenkrad bekommt, dass man hier gar nicht erst mit dem Touchlenkrad anfängt, geht einfach viel leichter zu bedienen, so wie es ist, ist es wunderbar. Hinter dem Lenkrad der neue Fahrstufen-Wählhebel, den kennen wir aus dem ID7 schon, den drehe ich hier für DNR und natürlich den S-Modus. Bisschen ungewohnt, kommt man aber schnell rein und geht dann eigentlich ganz intuitiv. Hier vorne habe ich ein Head-Up-Display, was sehr, sehr schön auflöst und davor ein Tacho-Display. Das ist auch serienmäßig und da kann ich mir auch eine Karte reinholen und das mir auch ein wenig hinkonfigurieren. Vor allem sind es aber klassische Rundinstrumente, die da dargestellt werden und die sind einfach immer noch am leichtesten abzulesen. Sonst wirklich viele haptische Bedienelemente gibt es nicht hier drin. Es wird fast alles über den Touchscreen gesteuert, so auch die Klimasteuerung. Das ist zum Teil ein bisschen ablenkend natürlich, aber insgesamt ist zumindest das System im Vergleich zu seinen Vorgängern ein großer Fortschritt. Und ich kann natürlich auch per Sprachbedienung einiges steuern. Dafür gibt es den IDA Sprachassistenten und der wird ab sofort auch noch von ChatGPT unterstützt. Richtig klasse finde ich ein optionales Feature hier drin, nämlich die Ergo-Aktiv-Sitze. Die stützen nicht nur sehr, sehr gut hier im Schulterbereich, aber auch an den Beinen. Ich kann auch eine Schenkelauflage ausziehen. Das ist gerade für größere Personen wie mich sehr, sehr angenehm. Ich kann sie sehr vielfältig verstellen, auch hier an der Kopfstütze, vor, zurück, hoch, runter. Und die können auch massieren. Und zwar nicht einfach nur so, dass sie einem ein bisschen in den Rücken boxen mit der Lendenwirbelstütze, sondern das ist ein richtiges Massageprogramm. Da wird die Sitzfläche aktiviert, auch die Sitzlehne und es gibt zahlreiche Massageprogramme, fast wie in der S-Klasse. Ansonsten von den Materialien her gefällt mir das relativ gut. Es ist jetzt nicht wahnsinnig ansehnlich mit irgendwelchen aufwendigen Konstruktionen oder super fancy Materialien, aber zumindest die entscheidenden Bereiche sind relativ weich, hier mit so einem Kunstleder versehen. Das ist auch oben auf dem Armaturenbrett. Hier ist es auch angenehm weich und vor allem alles, wie auch hier diese Abdeckung, die lau. Es läuft alles sehr schön und fühlt sich okay an. Erst so im unteren Bereich kommt dann das Hartplastik dazu. Das ist aber in der Preisklasse völlig normal und das passt auch. Und wenn man sich ein bisschen bunter machen möchte, hat man immer noch eine ambiente Beleuchtung, die dann vor allem hier in diesen Zierleisten auftaucht. Und wenn wir jetzt eine Reihe weiter hinten einsteigen, dann, ja, dann empfängt uns hier eine Raumfülle. Das ist schon beinahe ein bisschen spektakulär. Der Passat war ja bisher schon nicht gerade unbequem in der zweiten Reihe, aber das hier ist wirklich beachtlich. Das ist die Beinfreiheit, die ich habe mit 1,87 m, wenn der Sitz
auf mich eingestellt ist. Das ist wirklich eine ganze Menge. Ich kriege trotzdem die Füße noch unter den Vordersitz. Dadurch sitze ich hier sehr, sehr entspannt. Und was auch klasse ist, die Sitzfläche steigt so ein bisschen an. Dadurch liegen meine Beine hier komplett auf. Und das macht es auch wirklich bequem auf längeren Strecken. Dazu ist die Rückbank so ein bisschen konturiert. Dadurch sitze ich da sehr, sehr angenehm. Und ich habe natürlich auch Kopffreiheit ohne Ende. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Dazu kommt noch in der Variante hier, kann ich mir hier noch so einen kleinen Rollo einhängen zum Schutz vor der Sonne. Und ja, das ist wirklich ein Ort, an dem ich es aushalten kann. Dazu hier vorne passt noch mein Handy rein. Ja, also ich wäre dann soweit, ich könnte jetzt die 500 Kilometer in Urlaub fahren. Wirklich ein sehr gelungener Fond. 15 cm mehr Auslänge merkt man natürlich nicht nur in Reihe 2, sondern auch hier hinten. Geht natürlich auch per Fußkick. Und da blicken wir auf einen wirklich sehr großen Kofferraum. 690 bis 1920 Liter fasst dieser Kofferraum. Ist auch ein gutes Stück mehr als beim Vorgänger. Da waren es nämlich 650 bis 1780 Liter. Aber es ist eben nicht nur die schiere Größe, die hier wirklich klasse ist, sondern auch, wie praktisch ich das nutzen kann. Das geht mal los damit, dass ich hier so Laderaumtrenner habe, die ich hier an mehreren Punkten einstecken kann und so verhindern kann, dass Kleinkram rumfliegt. Ich habe hier an der Seite noch zusätzliche Taschen. Hier, das kann ich sogar noch aufklappen. Und es gibt eben auch praktischen Kleinkram wie hier so kleine Haken. Ich habe hier an der Seite sogar eine 230 Volt Steckdose. 12 Volt Steckdose für die Kühlbox gibt es natürlich auch. Und sofern man keinen Plug-in-Hybriden fährt, kann man auch diesen gesamten Ladeboden einfach für noch mehr Platz eine Etage tiefer legen. Darunter gibt es dann noch das Reserveradfach. Da ist dann entweder ein Reserverad drin oder eben hier der Subwoofer. Und dann ist aber immer noch Platz für Kleinkram. Und wenn ich die vollen 1920 Liter haben möchte, kann ich via Fernentriegelung natürlich die gesamte Rückbank umlegen. Und wenn dann der Ladeboden noch in der oberen Position ist, habe ich sogar einen ebenen Ladeboden. Das ist richtig, richtig praktisch. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, ist, dass die Ladekante noch ein Stück schmaler ist. Weil hier dieses Alu und diese Heckstoßstange, die steht in akuter Gefahr, dass man vielleicht doch mal was drauffallen lässt. Aber so praktisch der Kofferraum ist und so gut der Qualitätseindruck auch vorne ist, so Kleinigkeiten wie hier diese lose Halterung, die müssen dann eigentlich nicht sein. Ordert man noch die optionale Anhängerkupplung hinzu, der Testwagen hat sie jetzt gerade leider nicht, dann kann man bei einem Passat bis zu 2200 Kilo anhängen. Das geht dann allerdings nur bei den 4Motion Modellen, die allerdings einen separaten Allradmodus für den Anhängerbetrieb haben und der Allrad passt dann dementsprechend die Kraftverteilung an. Apropos Kraftverteilung, ich bin jetzt mal gespannt, wie es der 150 PS Benziner hier schafft, seine Kraft auf die Vorderräder zu verteilen und wir gehen ab auf die Straße. Aber wie fährt er sich denn nun, der neue Passat? Um das rauszufinden, habe ich mir extra mal die Basisversion geschnappt. Das heißt, das ist ein 1,5 Liter Vierzylinder, Turbomotor natürlich, mit 150 PS. Und der 1.5 TSI wird hier nämlich in Evo 2 Generation angeboten. Das bedeutet, er hat jetzt ein neues Mildhybrid-System, 48 Volt. Da ist ein kleiner Riemen-Startergenerator dran, der mit knapp 14 kW ein bisschen mitschiebt. Und der Verbrennungsmotor kann relativ früh bereits abschalten und sozusagen segeln, kinetische Energie nutzen. Soll gut für die Effizienz sein. Das ist eben auch die Einstiegsversion des Passat. Serienmäßig ist hier ein 7-Gang-DSG dran. Und darunter wird es eben auch nichts geben. Das heißt, für den Basispreis von 39.995 Euro bekomme ich genau diese Variante. Frontantrieb natürlich. Und wir haben hier natürlich ein paar Extras verbaut, die beim Passat sehr, sehr wichtig sind in dieser Generation. Und da wäre zum einen das DCC Pro Fahrwerk zu nennen. Das heißt jetzt Pro, weil es ein sogenannter Zweiventildämpfer ist. Das bedeutet, das Adaptivfahrwerk kann sowohl Zug- als auch Druckstufe anpassen. Und das hat einfach den Vorteil, dass man sowohl den Einfedervorgang als auch den Ausfedervorgang elektronisch beeinflussen kann. Und ich bin jetzt aktuell noch im Komfortmodus unterwegs und ich muss echt sagen, das macht er schon richtig, richtig gut. Also
wenn man gerade so lange und kurze Wellen mal hier auf diesen französischen Landstraßen und das Fahrwerk bekommt, es ist wirklich beeindruckend, wie komfortabel der das wegfedert. Aber das wirklich Krasse ist, diesen hohen Komfort erreicht der, ohne dass, dass das Auto übermaßen schwingt. Das bedeutet, selbst wenn man eine grobe Bodenwelle trifft, das Auto hebt sich einmal, das senkt sich einmal und dann ist der Federungsvorgang abgeschlossen. Und das ist schon wirklich, wirklich gut, wie er das macht. Das ist wirklich das Level von eigentlich Fahrzeugen aus der nächsthöheren Klasse. Denn da ist die Technologie üblich, in der Mittelklasse tatsächlich aber nicht. Mir gefällt auch richtig gut, wie schön das Auto gedämmt ist. Also es ist sehr, sehr leise hier drin und dieser 1,5er Vierzylinder, das ist eigentlich ein Motor, der jetzt gerade bei etwas höheren Drehzahlen nicht so wahnsinnig laufruhig ist. Also der bekommt dann so eine gewisse nölige Note. Aber der hat mich hier sehr schön abgeschottet und auch auf der Autobahn vorhin Windgeräusche kaum zu hören. Also die Akustikdämmung ist hier wirklich sehr gelungen und trägt einfach auch zum sehr hohen Fahrkomfort hier bei. Was mir am Motor nicht so wahnsinnig gut gefällt, obwohl er ein Mildhybrid-System hat, was eigentlich bei niedrigen Drehzahlen so ein bisschen mitschieben sollte, fühlte sich im Ansprechverhalten eher ein bisschen gehemmt an. Also gerade wenn man hier so aus langsamen Kurven einfach mal rausbeschleunigen will, jetzt passiert erst was. Und da muss das Getriebe auch schon wieder runterschalten. Also es dauert ein bisschen lange, bis er wirklich da ist. Man nimmt das wie so eine ganz leichte Anfahrschwäche wahr. Da würde ich mir einfach wünschen, dass er noch ein bisschen spontaner ist. Danach geht er eigentlich schön durchs Drehzahlband. Fühlt sich auch, ja, man kann sagen, hinreichend kräftig an mit 150 PS auf ein 4,92 Meter Auto darf man jetzt natürlich keine dynamischen Wunder erwarten. Aber insgesamt macht er das ordentlich. Die 150 PS sind definitiv ausreichend für so einen Wagen. Er macht ja trotzdem 200 km/h damit. Und ja, wie gesagt, wenn man was dediziert Sportliches will, da sollte man vielleicht zu anderen Varianten greifen. Es gibt ja noch 2.0 TSI-Varianten mit über 260 PS, 265 um genau zu sein. Und ganz wichtig, wenn wir schon bei Antrieben sind für Dienstwagenfahrer, auch der neue Plug-in-Hybrid. Denn der hat mal eben seine Akkukapazität verdoppelt bekommen. Also wir haben jetzt 19,7 Kilowattstunden netto. Und das soll angeblich laut VW reichen, um 100 Kilometer rein elektrisch zurückzulegen. Viel wichtiger finde ich noch, er kann aber jetzt mit 11 kW geladen werden. Knapp 2,5 Stunden dauert das. Und alternativ auch an der DC-Dose. Das heißt, mit knapp 50 kW geht es in nur 23 Minuten von 10% auf 80%. Dazu gibt es natürlich eine Reihe an Dieseln von 150 bis 192 PS. Für Vielfahrer nach wie vor eine sehr gute Alternative. So, ich bin jetzt auch schon relativ viel gefahren, aber was mir noch fehlt ist, hier einmal den Sportmodus zu aktivieren und zu gucken, was dann hier passiert, denn die Straßen hier sind ausgesprochen schön. So, und man merkt jetzt sofort, wie das Fahrwerk ein bisschen nachgestrafft wird. Der Motor spricht ein bisschen schöner an. Ja, oben raus kriegt er doch wieder so ein bisschen die nölige Note, die für den 1,5 TSI bekannt ist. Aber es ist jetzt nicht wirklich störend, muss ich sagen. Was echt beachtlich ist, wie gut der selbst in der sportlichen Dämpferkennlinie immer noch federt. Also hier war jetzt gerade so eine kurze Bodenwelle und da geht er einfach so butterweich drüber, ohne dass sich die Karosserie groß mitbewegt. Das machen alles die Räder toll. Also das ist vom Fahrwerk her ganz fantastisch. Also ich kann wirklich nur empfehlen, sich dieses DCC Pro Fahrwerk rein zu konfigurieren, weil das ist echt eigentlich ein Zubehör, das sich nach oberer Mittelklasse bis Oberklasse anfühlt. Das ist wirklich toll. Denn gleichzeitig, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen engagierter in die Ecken gehe, neigt sich das Auto kaum. Also der hat relativ wenig Seitenneigung, bleibt total in der Ebene. Das ist echt klasse. Und auch die Lenkung, super. Also wirklich sehr, sehr präzise. Man hat die deutlich direkter abgestimmt als beim Vorgänger. Von Anschlag zu Anschlag nur noch 2,1 Umdrehungen statt wie vorher knapp 2,7. Und tatsächlich hat man die so abgestimmt, dass die um die Mittellage rum relativ relaxed ist. Ist natürlich super für lange Strecken und für Autobahnfahrten. Aber danach merkt man, wie die Progressivlenkung Stück für Stück immer direkter wird. Aber auf eine Art und Weise, wie ich das gut vorhersehen kann und wie es mir einfach ein gutes Gefühl gibt. So wahnsinnig viel Feedback ist nicht, aber ausreichend dafür, dass ich grob weiß, was an den Vorderrädern passiert. Ja, so rundet sich hier einfach ein wirklich guter Fahreindruck mit wirklich gut abgestimmten Komponenten ab. Gefällt mir echt gut, wie sich der Passat hier auf der Straße schlägt.
Wir sind weiterhin auf der Landstraße unterwegs, allerdings jetzt auf einer, die etwas besser ausgebaut ist. Und deswegen probiere ich jetzt mal die Fahrassistenz aus. Ist hier schon ein sehr schweres Terrain für dieses Thema. Aber trotzdem muss ich sagen, er hält hier relativ schön die Spur. Auf der Autobahn klappt das sehr, sehr gut mit dem System. Da lenkt er auch sehr, sehr sauber. Kann auch seine Fahrspur sehr, sehr gut vorausahnen. Das heißt, er lässt sich auch von Engstellen, wenn man sehr eng einen LKW überholt, nicht abschrecken und bremst dann plötzlich ab, sondern das macht er schon sehr, sehr ordentlich. Hier auf der kleinen Straße tut er sich aber dann trotzdem ein bisschen schwerer. Also man merkt schon, dass er immer mal wieder ein bisschen von links nach rechts pendelt, so wie jetzt hier. Jetzt will er auch, dass ich hier übernehme. Und natürlich hat er auch, wie von der EU vorgeschrieben, die Geschwindigkeitswarnung an Bord. Aber was man sagen muss, er hat das sehr, sehr schön gelöst, wie man es abschalten kann. Man muss es zwar über ein Touchscreen machen, es lenkt natürlich ab, aber insgesamt geht es zumindest schnell. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel gerade in der Navi-Karte bin, muss ich hier oben nur auf die Schnellwahltaste für die Fahrassistenten gehen. Und dann habe ich hier schon direkt die Geschwindigkeitswarnung vor mir und kann sie ausschalten, dass sie mich nicht die ganze Zeit voll bimmelt. Denn ja, ihr wisst es alle, es werden gerne auch mal Straßenschilder stehen gelassen und dann denkt das System die ganze Zeit, es wäre 30, obwohl ich längst 80 fahren dürfte. Auch wenn er einen fantastischen Fahrkomfort mitbringt, so ganz sehe ich den Passat nicht in der Oberklasse. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Das ist einmal der Innenraum, aber auch die Preisgestaltung. Bei 39.995 Euro geht's los. Dafür gibt's einen 150 PS Benziner. Und wenn man die nächstbessere Ausstattung Business haben möchte, muss man knapp 45.000 Euro auf den Tisch legen. Ist eine ganze Menge für einen Passat, aber die Premium-Konkurrenz in der Mittelklasse startet erst bei knapp 50.000 Euro, bietet dafür weniger Ausstattung. Und wenn man in die Oberklasse will, also zu E-Klasse und Co., braucht man unter 65.000 Euro gar nicht anfangen. Daher bleibt der Passat trotz der ziemlich gestiegenen Preise noch der Kombi für jedermann.